Bullseye. Deshalb auch runterskaliert. Ein anderer Faktor ist, weil auf Twitch das eigentlich so ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber tatsächlich, ich guck noch mal kurz. Das ist, glaube ich, ein bisschen yes. Kategorieabhängig. Auf Twitch ist es so, diese Option Qualität umzustellen. Also, dass du auf 480 stellen kannst, auf 360, wird von Stream zu Stream freigeschalten. Das heißt, wenn ich den Stream anmache und null Viewer da sind zum Beispiel, kann man den Stream nur so gucken, wie er in der Quelle ist, also 720p, oder gar nicht. Das heißt, du kannst es nicht umstellen. Das heißt, für Leute, wenn ich zum Beispiel auf 1440p streamen würde, weil ich einen WQHD-Monitor habe, könnte ich das tun. Aber wenn das Internet von Leuten das nicht auf die Reihe bekommt, den Stream dann zu laden, und ich diese Option nicht freigeschalten habe, dann disqualifiziere ich automatisch die Leute davon, den Stream gucken zu können. Jetzt gerade ist die Option freigeschalten. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen kategorieabhängig. Also der Schnitt an Zuschauern, den du brauchst oder den du durchbrechen musst, um diese Option freizuschalten, hängt ein bisschen von dem Zuschauerschnitt der Kategorie generell ab, glaube ich. Aber ja, solange das quasi nicht freigeschalten wäre, würde ich einige Leute daran hindern, den Stream gucken zu können, wenn ich auf absolute Max-Settings 1440 60 FPS streamen würde, potenziell. Trifft dann natürlich nicht auf alle zu, ne? Soll nicht heißen, dass keiner ein Internet hat, um einen Stream zu gucken mit solchen Settings, aber ja, solange das nicht freigeschalten ist, würde ich die Leute davon disqualifizieren. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich auch noch von meiner Seite aktuell Probleme habe mit Streamlabs und so weiter, durch Crashes, steigert das nochmal die Wahrscheinlichkeit oder die potenzielle Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Setting nicht verfügbar haben. Und ja, dementsprechend aktuell auf 720p, wenn das alles gefixt ist und so, sehr wahrscheinlich dann wieder höher. Also theoretisch können wir auf 1080 60 FPS oder 1044 60 FPS, alles kein Ding. Celtic schlägt wieder zu. Rhys James. Celtic holt alles, was ablösefrei ist, aber alles. Sobald irgendwie ablösefrei ist, Celtic ist am Start. Celtic ist einfach das neue Sturm Graz. Und die AS Rom holt sich keine Spieler. AS Rom möchte in der zweiten Liga bleiben, ich sehe schon. Kann gut sein. Also bisher, ne, also hier, knock on wood, Stunde 50. Das ist jetzt heute der erste Test mit Windows 10. Ich habe gestern dann umgestellt. Kann gut sein. Das Ding ist, weshalb ich fast nicht sagen, also weshalb ich nicht ganz überzeugt bin, dass es wirklich Windows 11 ist, ist der Fakt, dass ich ja OBS im Kompatibilitätsmodus laufen lassen hatte, die letzten Streams, also Windows 8. Das sind wir davor, glaube ich, auch schon, aber bin ich mir nicht 1000% sicher, ob das... ob ich den Haken gesetzt hatte, aber ich habe definitiv die Problembehandlung schon mal gemacht, das weiß ich. Weiß aber nicht, ob ich den dann auch angeschalten hatte, da kann ich. Aber die letzten zwei Tage das auch schon getestet, das heißt, Streamlabs liefert theoretisch nur auf Windows 8, auch wenn ich Windows 11 hatte. Deshalb bin ich mir nicht 1000%ig sicher. Aber, so, bisher läuft's. Müssen wir mal gucken. Sollte sich rauskristallisieren, dass es nur Windows 11 war, was. Also, mittlerweile, ich bin dafür, dass sobald ich was ausprobiere, das auch wirklich das ist mir egal, was es dann, ich sag mal, kostet. Jetzt Windows 10 kostet mich jetzt in dem Fall nichts. Aber wenn es jetzt die Game Capture Card gewesen wäre, die ich ausgebaut habe, weil die mit dem alten Intel damals schon mal Probleme gemacht hat, aber wenigstens das Problem lokalisiert zu haben, wäre ja schon mal ein großer Fortschritt dementsprechend. Wenn es jetzt Windows 11 gewesen wäre, fein. Wir bleiben auf Windows 10, dann werden die Settings wieder hochgestellt, dann kommt auch wieder alles andere und so, ne? Aber ja, somit sind wir jetzt aktuell quasi ein bisschen in der Testphase. Ein bisschen am Rumprobieren, woran es gelegen hat. Schwierig zu sagen, woran hat es gelegen. Ah, warte mit zwei Toren in der Papa John's Trophy. Aber ja, das war die kurze, lange Story dazu, warum wir aktuell auf 720p, beziehungsweise warum wir aktuell auf
gefühlt wollen wir überall fasten, in allen Richtungen. Und auf alles verzichten. Einfach nur, um das Problem zu versuchen zu lokalisieren. Weil, also sollte es jetzt wieder Probleme geben, dann liegt es wahrscheinlich nicht an Windows 11, dann liegt es aber auch wahrscheinlich an keiner Software, weil es ist halt fast keine Software mehr übrig. Es läuft halt fast nichts mehr. Wir haben fast nichts mehr installiert überhaupt. So, ne? Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder schlagen halt City und kommen noch eine Runde weiter oder nicht. Nee. Entweder ist es ein internettechnisches Problem, was ich noch so ein bisschen im Hinterkopf habe. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das testen wollen würden. Kabel hatten wir schon. Nächstes Ding wäre halt Router oder halt Mainboard-Schnittstelle. Oder halt ansonsten dann wirklich, also irgendwas Hardware-Technisches. Aber, ne, guck mal, Hull City in der Papa John's, FA Cup ist wann? Wir haben nochmal Papa John's, bevor wir FA Cup spielen. Ach, das ist ja in der Woche, genau. Dann, jetzt haben wir nämlich schon mal die erste drei Spiele-Woche, super. Da freue ich mich drauf. Wir freuen uns. Was wird? Digga, das ist so bodenlos in der dritten und vierten Liga in England. Ich weiß gar nicht, warum habe ich nicht einfach wieder gesagt, wir schmeißen die Pokale weg, diese Sachen? Warum habe ich nicht gesagt, wir scheißen auf Pokale, konzentrieren uns auf die Liga, gehen in die Championship und dann können wir nächstes Jahr einen FA Cup gewinnen, aus der Championship raus. Hm? Wäre doch viel cooler gewesen. Nee, ich muss auch in der Papa John's Trophy weiterkommen. Nee, der kommt raus. Wer kommt raus? Verletzungsanfällig, gefällt mir nicht. Remuera und Tschüssikowski. Oh, Christian Tierney. Schade. Bitte was? Wer? Also, wenn das nicht ein typisch englischer Name ist, dann weiß ich auch nicht. Ist das so ein irischer Name, der einfach total merkwürdig ausgesprochen wird, oder ist das, weiß ich nicht. Ansonsten ist das wahrscheinlich irgendwas Asiatisches, Südwestasiatisch oder so. Ja, also für das Geld ist es nicht schlecht, wenn wir in allen Pokalen weiterkommen. Auch wenn das natürlich bei der Papa John's Trophy nicht so krass wie beim FA Cup vielleicht. Aber meine Sorge ist halt einfach primär, versauen wir uns irgendwo ansatzweise die Liga dadurch, dass wir uns so einen krassen Spielplan aufbrummen, ne? Das ist halt so mein Hauptding. Tachi möchte, sag mal, könnt ihr euch bitte einfach vertragen? Ihr geht mir so auf den Keks. Nee, die wollen einfach beide nicht reden. Ich verkaufe einfach gleich beide. Literally. Wir haben noch 3 Tage Zeit. Ich verscherbe euch gleich für 0 Euro. Meine Güte. Vertrag. Boah, sind wir im Kindergarten oder was? Was ist denn da los? Mann. So. Fitnesstechnisch ist okay. Arvard könnten wir mal draußen lassen. Gegen. Was haben wir jetzt? Grimsby. Haben wir Grimsby nicht auch schon? Können wir gleich mal gucken. Das ist ja was ich die ganze Zeit gucken will, ne? Oder die ganze Zeit darauf achten will, aber es nie tue. Wir haben ja, bevor wir reingehen, diesen Spielbericht, ne? Können wir den jetzt nochmal sehen? Nee. Doch, bestimmt irgendwo. Bestimmt irgendwo. Aber da sieht man ja die letzten Spiele gegen den Verein. Einfach nur um zu sehen, hey, haben wir schon mal gegen den Verein gespielt? Wie ging das aus? Und so weiter. Wenn ich dran denke, zeige ich euch im nächsten Ding, was ich meine. Ich gehe davon aus, ihr wisst sowieso, was ich meine. Aber, ja. Gegen Lincoln haben wir verloren. Lincoln hat tatsächlich mit uns genau das gemacht, was wir mit QPR auch gemacht haben. Aber, Barber mit dem 1-0 gegen Grimsby. Come on, 2-0. Jawohl, 2-0 nachlegen und dann bam. Rodman. Jetzt wäre ich noch für ein Tor für Jermaine Francis, damit er auch in der dritten Liga getroffen hat. Dann hat er in jeder Saison und jeder Liga getroffen, in der wir gespielt haben bisher. Der OG. Come on. Aha, ist er das? Rodman. Rodman macht den drittes. Auch okay, auch gut. Jermaine? Komm. Jermaine. Komm.
Okay, nicht Jermaine. Nicht Jermaine. Nicht die Mama, nicht die Mama. Wir gehen wieder auf die 7 hoch. Lincoln. Gegen Birmingham verlieren sie dann. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Was ist denn mit Lincoln los? Wenn sie jetzt gegen Mansfield das nächste spielen, gewinnen sie wahrscheinlich. Gegen Watford. Watford hat, ist ungeschlagen, aber es war auch Birmingham. Birmingham war auch ungeschlagen. Wir haben einige Tore, einige Spieler 4, also 2, 1 auf 5 und 10 auf 3. Ist noch ein bisschen früh, um zu sagen, in welche Richtung das da geht in Sachen Torschützenkönig, ne? Leighton Orient. Entschuldigung, bitte was? City, bitte was? Ach so, ja, ich... City, macht mal City-Preise, ne? Big City Life oder so. 108 Mio. Lille wird sich gefreut haben. Wrexham kassiert 70.000, let's go. Harald Hauser geht zu Stoke. Bester Mann. Bester Mann. War bei uns, war eigentlich unser erster Top-Spieler mit. Hat er bei uns 6 oder 7 Sterne gehabt? Oha. Das ist aber gewaltig runtergegangen, ne? Na gut, die haben schon 1-2 gezahlt, ne? Jetzt ist er schon nur noch 2,2 wert wieder. KSC? Bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass der nicht 10 Mio wert ist. Damals war KSC, boah, weiß ich gar nicht, zweite oder dritte Liga, als sie den von uns geholt haben. Letzten 24 Stunden in der Transferperiode. Das heißt, danach können wir Budgets umstülpen und eventuell dann mal das Stadionumfeld mal wieder ein bisschen ausbauen. Haben wir schon lange nicht mehr. Haben wir vor ein paar Saisons, hatten wir mal hier und da ein Gebäude machen können. Aber so die letzten 4-5 Saisons kamen wir nicht dazu. Da mussten wir das Budget anderweitig verwenden. Also mussten wir nicht, aber haben wir halt. Müssen es da wieder relativ, ne? Oh, Leopold Querfeld. Von Chelsea zu Salzburg. Ich glaube wieder zurück. Die haben den von Salzburg gekauft, glaube ich, ne? Ja, die haben den für 31 gekauft. Und jetzt ist er für 23 wieder zurück oder so? Krass. Alex Scott ist jetzt wertvollster Spieler der Premier League. War da, glaube ich, letztes Jahr auch schon, ne? Im Winter, meine ich. Aber weltweit war es Franka. Ne, ist jetzt Alex Scott. Franka ist wieder auf 2 gerutscht. Moretti, der Keeper von Wolfsburg. Auf der 3. Wild. Absolut wild. Mokoko auf der 4. Damit ist Mokoko nicht mehr der wertvollste Spieler der Bundesliga. Dann kommt Petri. Holger Schwenke. Wer? Bitte, wer? Holger Schwenke. RB Leipzig. Dortmund. Und dann Liverpool. Für 126. Eieiei. Holger Schwenke. Endrick. Wer? Sag mal. Wo habt ihr die alle her? Rayo Vallecano. Rüd. Beemsterbör. Beemsterbör. Kann man irgendwie sagen, wie das ausgesprochen wird? Kann man wegen auf 9. Clement? Die machen mich alle kaputt. Sullivan. Matthias Tell, wobei der ausläuft, glaube ich, ne? Ich glaube, der läuft aus. Ne, tut er nicht, aber der war auf der Transferliste. Hat sich super gemacht bei Bayern. Der ist wirklich durch die Decke bei Bayern. Gnonto war 3 oder 4 Mal für den Weltfußballer nominiert, hat ihn nie gewonnen. Dafür hat er letztes Jahr Sun Tzu Bell gewonnen. Ja, Weltfußballer letztes Jahr mit 28. Kaiman Anderson, der war bei uns auch auf der Liste. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack, ne? Den wollte ich haben, aber ich glaube, das war wieder so das Thema damals, dass der Vorstand uns nicht hat das Gehalt zahlen lassen, was wir zahlen hätten müssen, um ihn zu bekommen und vor allem, was wir auch zahlen hätten können. Wir hätten das Geld gehabt, das Gehalt zu zahlen. Der Vorstand wollte es uns nur nicht lassen. Und das war wieder halt das Problem, was ich immer mal angesprochen habe mit dem Oha, Prodanovic, Meniskusriss. Super, super. Das freut mich. Sean Maguire. Du darfst nach oben. Wieso? Wann ist denn das passiert? Wieso habe ich das schon wieder verschlafen? Habe ich schon wieder nur gelabert? Habe ich mich schon wieder verquatscht, glaube ich. Callum Barb. Nee, nicht in den Kader. Nach Hause soll er. Boah, dafür müsste ich mir auch mal Makro machen, ne? Aber das Ding ist halt, in der B funktioniert es dann anders, weil halt, wenn die unter 16 sind,
dann das nach Hause schicken, das oben steht, ne? Oder sollte einfach mit dem Entfernen-Button funktionieren. Aber tut's halt nicht. Das wäre auch super. Das wäre auch super. Claudio Frame. Sanford. Carlos Benitez Western. Ist das der uneheliche Sohn von Carlos Benitez, oder was? Carlos Benitez Jr. Finch. Oha, wir haben Finch. Jetzt ist vorbei. Links außen. Spielegespräch machen wir vor dem Spiel gegen North Preston. So. Das ist jetzt aber wieder Liga. Das ist nur englische Woche tatsächlich, ne? Genau. Aber danach ist halt wieder bescheuert, ne? Jetzt haben wir Leighton, Preston, Hull, Hayes, Cardiff, Watford, Huddersfield, Mansfield. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele in 25 Tagen. Das ist halt das, was ich meine mit den ganzen Cups, ne? Deswegen geht's mir auf den Sack. Aber we try. Wir sind tendenziell schwächer. Leighton ist die schwächste Mannschaft, die wir jetzt haben. Potenziell. Das heißt, wir schonen hier ein bisschen. Wir nehmen McGuire mit. Also gerade alles, was unter 80 ist, ne? Und vielleicht auch Shrivers. So. So gehen wir jetzt rein. Campbell bleibt zu Hause. Touchy kommt mit. So gehen wir jetzt gegen Leighton Orient rein und das wird reichen. Das wird reichen. Come on. Up the tags. Jess Fischer mit seinem ersten Tor. Let's go. Sehr schön. Vorlage Carutas. Yes. Die ZMs funktionieren zusammen. Das gefällt mir. Carutas mit der gelben. 1-0 zur Halbzeit. Da geht noch mehr. Bin ich mir fast sicher. Chest ist müde. Dafür kommt Khan und Touchy. Wer ist jetzt der müdigste? Awad. Dann kommt Jermaine. Come on. Schaffen wir noch ein zweites? Dachte ich mir fast. Sehr bitter. Lead bitter. Lead bitter. Wie auch immer. Auf jeden Fall war es bitter. 1-1 gegen Leighton Orient. Gegen den potenziell schwächsten, tendenziell schwächsten Gegner, ne? Wir schonen ein bisschen. Ach komm, Spencer, ne? Ist okay. Ist okay. So, Preston North auf Platz 18. Wir sind hier nicht dabei. Auf England können wir nicht. Wir können nur Sommer-Winter-Transfers ändern, ja. Schade. Hätte ich gerne mal nur auf England geswitcht hier. Aber nur mal zu gucken, ob wir da irgendwo aufgelistet sind. Immerhin haben wir ja 20 Millionen oder so vielleicht ausgegeben. Und wir haben die Budgets noch nicht umgeswitcht. Was ich ja tun wollte. Hier sieht man das. Preston North End, da haben wir noch nicht gespielt, ne? Bisher. Also nicht in den letzten 10 Jahren zumindest. Das ist so der Bildschirm, auf den ich immer mal gucken wollte, um zu sehen, hey, haben wir vielleicht schon eine Historie mit oder gegen diese Mannschaft? Interviewreihe? Nee, haben wir keine Zeit für. Makoba fällt 2 Wochen aus, das ist schade, Marmelade. Und die Spielergespräche und dann machen wir die Budgets, beziehungsweise danach habe ich die Budgets wieder vergessen wahrscheinlich. Bin mir fast sicher, dass ich die Budgets dann vergessen habe. Carutas. Komm, Touchy. Hier 2, ne? Budgets. Haha. Da sagt er nichts mehr, wa? So. Das Transferbudget können wir eigentlich so ziemlich komplett darüber schmeißen. Auch einen guten Ticken vom Gehaltsbudget. Da machen wir mal eine Mio oder so noch. Aber damit kommen wir schon ein gutes Stückchen, glaube ich.
ein Gebäude. Kostet zwar gerne mal 600k oder so, vielleicht auch mal eine Mio, aber, ne, wenn wir jetzt irgendwie 8 Mio da drauf haben, dann ist das mindestens 8 Gebäude, ne? So. Aber wir gucken zuerst mal, genau, wir renovieren nämlich erstmal alles. Das ist das Erste, was wir tun werden. Renovation. Come on. Up the tags. Preston North End gegen wen haben wir gerade gespielt? Leighton Orient hat sich ganz gereicht. Nathaniel Barber. Mit dem 1-0. Come on. 2-0 nachlegen für uns. Alex Rodman vielleicht. Chess Fischer. Zweites Tor im zweiten Spiel. Let's go. Maschine. Come on. Amat mit seinem ersten Ligator. Amat hat im Pokal zweimal getroffen. Ich glaube, in der Papa John's. Ja, muss. Im Carabao war es nicht. Und FA Cup haben wir noch nicht gespielt. Sehr, sehr nice. Come on. Amat darf runter. Jermaine macht jetzt seinen League One Tor. Gegen Preston North End. Okay, 3-1. So war das nicht geplant. Come on. Come on, Jermaine. Come on. Jermaine. Oder. Komm, eins geht noch. Eins geht noch. Komm. Komm, eins. Ja, nee. Okay, macht er nicht. Macht er nicht. Ist okay. Wir gehen auf die 5 hoch. Slowly but surely. Morecamp nur 3 Punkte vor uns, ne? Die haben auch schon liegen lassen. Die haben auch schon liegen lassen. Nur 3 Punkte vor uns. Alles noch im erreichbaren Bereich. Ryan Blake zu Teneriffa. Wir können gleich mal gucken, wer jetzt wirklich noch vereinslos ist, ne? Also an guten Spielern. Wer quasi potenziell vom Ödegaardschen Karriereende steht. So, wir werden weiter renovieren. Gott. Wenn das weitergeht, glaube ich. Ich weiß nicht, was das jetzt alles gekostet hat, ne? Aber also renovieren ist jetzt erstmal im Vordergrund. Tatsächlich. Aber ich will gar nicht wissen, was das kostet. Was wollte ich gucken? Die Vereinslosen. Die vereinslosen Spieler. Wir gehen auf Vereinslos. Wir machen realistische Transfers raus. So. Usman Dembele, Chris Willis, Robert Skoff, Lewis Cook, Dean Henderson. Usman Dembele. Soriano könnten wir holen, theoretisch. Will ich das? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber könnten wir. Könnten wir. Rein hypothetisch wäre das im Rahmen des Möglichen. 10.000. Bam. So, Hull City hat man, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Nicht, dass ich wüsste, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, denn Hull City steht in der Liga 1, also in der Liga, in der wir jetzt neu sind. Auch hier wieder, wir werden tendenziell schonen. Ich bringe tatsächlich Tachi. Pasqual wird spielen. Ne? Also wenn wir hier liegen lassen, weil wir mit der zweiten Garde oder der dritten Garde spielen, dann whatever. So wichtig sind mir die Pokale definitiv nicht. Also da schmeiße ich lieber die Pokale aus dem Fenster und konzentriere mich auf die Liga. Ist jetzt nicht so, dass... Oh, ist das der Bruder von Abad? Nee, schade. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde... Also wir dürfen auf keinen Fall weiterkommen, ne? Gerade Papa John's oder FA Cup ist halt... nicht wichtig, aber... Wenn wir einen von den beiden, in Anführungszeichen, wegwerfen, dann haben wir den Vorteil, dass wir zumindest diese drei... Spiele pro Woche eliminiert haben, ne? Das ist ja, glaube ich, das, was wirklich ausschlaggebend ist. Ansonsten müssen wir es halt irgendwie bis zum Winter durchhalten, weil ich glaube, die Papa John's müsste in der Hinrunde noch vorbei sein. Der Carabao ist ja, glaube ich, auch irgendwie Finale im Januar oder so, ne? Nur der FA Cup, glaube ich, geht bis zum Ende. Come on. Papa John's gegen Hull auswärts ist natürlich nicht easy. Vor allem mit einer ein bisschen geschwächten Elf. Tachi hat eine gelbe Karte in der 4. Minute. Das gibt mir Hoffnung, dass er sich auch noch eine 2. gönnt, weil, ne, warum auch nicht? 30. Minute 1-0 für
Uns Rodman, oder? Yep, Alex Rodman. Ein Freistoßtor. Jo, Marbek, ¿qué tal? Muy bien. Schreibe es mit 1,5. So weit, so gut. Oh, 2-0. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Ahmed Awad wieder mit einem Tor. Hat er, glaube ich, in der ersten Runde schon 2 Buden gemacht. Na gut, wir haben schon alle Wechsel durchgezogen. Okay, sonst hätte ich jetzt auch mal gewechselt. Alles, was müde ist quasi, ne? Für Hayes am Donnerstag. Ich glaube, war Hayes im FA Cup, ne? So, jetzt haben wir eine Auslösung für die Papa Johns. Wer ist noch drin? Watford. Zum 27. Mal im Pokal. Why not? No? Oder Wrexham. Wrexham warten wir immer noch drauf in dem Pokal. Wir haben noch kein Pokalspiel gegen Wrexham gespielt. Rochdale haben die Playoffs in unserer Liga gewonnen letzte Saison. Die dürfen gegen Watford. Alles klar. Hashtag United darf gegen Carlisle. Die sind, glaube ich, nicht aufgestiegen, ne? Ne, die sind immer noch in der League 2 und da nicht gerade Top-Contender. Also eigentlich ein Must-Win-Spiel. Aber wie gesagt, ja, schicken da tendenziell halt die siebte gerade raus, ne? Von daher mache ich mir da keinen Stress. Wir haben 11.000 bekommen. Let's go. Wir sind reich. Wir scheißen auf alles oder so. So, Hayes and Yeading United. Wo sind denn die? Auch in der League 2. Die sind auch noch in der League 2. So, auch hier, Shrivers wird pausieren, weil ein bisschen fitnesstechnisch angekratzt. Chess Fischer genauso. Romeo auch. Barber und Awad. Und wir starten nicht mit Passacall tatsächlich, sondern mit Sean Maguire. Harry Maguire. So, und dann nehmen wir alles von der Bank mit, was irgendwie eine gute Fitness hat, ne? Lynn ist wieder fit, das ist auch super. Also zumindest nur noch angeschlagen. So, gucken wir mal, ob das auch gegen Gies und Hayden reicht. Für Hull hat es gereicht, wobei wir da natürlich nicht ganz so viel geschont haben, ne? Bei Hull waren es 3-4 Spiele oder so. Hier sind schon sehr viele, die von der Stammelf zumindest abweichen. Aber gucken wir mal. 1-0. Luke Chambers, let's go. Absolute Maschine. Der ist halt wieder reingekommen. Ne? Ich glaube, Passacall hat gegen Hull gespielt, wenn ich mich nicht täusche. -0, Hashtag, let's go. Durch Jermaine. Jermaine macht den ersten Saisontor. Also in der Saison hat er getroffen, nur noch nicht in der Liga. Aber im FA Cup. Weiß ich nicht, ob er das schon hatte. 3-0, Swiderski. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel. Ja, ich glaube, der Lachs ist gelutscht. Oder so. Schlöbe, der Lachs ist gelutscht. So, 4-0. Zweite Halbzeit geht gar nichts mehr, oder was? Sieht nicht so aus. Nö. Aber macht ja auch nichts. Weiter sind wir so oder so. FA Cup. Als Auslosung müssen wir hier natürlich noch ein bisschen warten, weil natürlich einige ein Rückspiel haben werden. Und wir dann das Ergebnis dessen abwarten müssen. In 2-3 Tagen können wir dann vielleicht auch endlich mal anfangen, Gebäude zu bauen. Dann sind wir nicht mehr mit Renovieren durch. Let's go. Also nach dem Spiel gegen Cardiff. Ja. Krass, ne? So, gut, die beiden noch einen Tag, dann wirklich, wirklich nach dem Spiel gegen Cardiff. Dann können wir morgen quasi zum Spiel die letzten Renovierungen starten und am Tag danach sollten wir dann wahrscheinlich die ersten sinnvollen Gebäude bauen können. Was heißt sinnvoll? Die ersten Gebäude bauen können. Nicht, dass Renovieren nicht sinnvoll ist, ne? Aber das bringt uns halt noch nicht weiter. Das, naja, ist halt Renovieren, ne? Was soll ich dazu sagen? Und dann hatte die Legen.